Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir sind unterwegs von Italien nach Salzburg mit einem Dumper, also einem Großkipper. Können wir auch gleich mal einen Blick riskieren. Wir müssen gleich schlafen gehen. Genau, hier ein Volvo. Großkipper, ups. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und wir sind zu schnell unterwegs. Wir sind ein wenig zu schnell unterwegs. Gehen wir auf wieder 84, wenn das geht. Oder 83 ist auch okay. Und hauen den Tempomaten rein. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir pennen gehen können, ne? Da wäre eine Werkstatt. Ist die Frage, fahren wir nach Verona? Muss jetzt kaum auf die Map gehen. Da könnten wir schlafen. Wie sieht denn das in der Richtung hier aus? Sehr mau. Dann würde ich sagen, machen wir den Abstecher nach Verona. Wir haben die Zeit. Und fahren dann hier vorbei. Fahrt vorsichtig. Ja, machen wir. Rechts halten. Upsa, dann Entschuldigung. Ausfahrt rechts nehmen. Hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der jetzt schon wieder aktiviert war. Nimm die Ausfahrt rechts. Machen wir. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, alles gut, Helga. Alles gut. So, da können wir mit dem Pass durchfahren. Achtung, das machen wir. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Ja, 900 Euro. Hat uns das Spaß gekostet. Passiert, wenn man zu schnell unterwegs ist. Biege nach links ab. Oder kann passieren. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt bei der Werkstatt vorbeischauen. Lohnt sich das eigentlich auch? Ne, schadenstechnisch nicht. Da haben wir, glaube ich, rechts letztens erst repariert. Und dann rechts abbiegen. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist das aber nicht, ne? Nö. Einen weiter müssen wir. Nach rechts ab. Ja, in den USA könnte ich jetzt. Ups. In den USA könnte ich jetzt einfach abbiegen. Im American Truck Simulator. Hier halt nicht. Auf geht's. Werkstatt. Die kommt da links vorne. Und dann links abbiegen. Sehr gut. Ampel wird grün. Und dann sind wir jetzt auch schon gleich immer geradeaus bei der Werkstatt. Da ist frei. Vielleicht hätte ich erst hier geguckt. So.
Dann können wir hier jetzt nämlich pennen gehen. Route neu berechnen. Muss ich den Anhänger abhängen? Kann nur sein. Ja, müssen wir abhängen. So, stellen wir mal hier hin. Und dann kann ich nämlich okay, wir fahren los. Mich hier hinstellen. Sehr graziös, nicht? So. Einmal einschlafen. Oh. Das Blinklicht war noch an. So, jetzt müssen wir wieder ankoppeln. Los. So. Läuft. Ich wollte gerade fahren mal. Wir fahren hier, glaube ich, rechts. Hä? Oh. Ich sehe das Problem. Dort ist ein Pfosten. Jetzt aber. Biege nach links ab. Nee, ich biege nach rechts ab. Das hat für uns nämlich den okay, lass uns eine neue Route Vorteil, dass wir hier mal die Strecken auch befahren. Biege nach links ab. Die wir noch nicht befahren haben. Das ist ja auch immer so ein Archiv, dass man mal alle Strecken kriegt. Meine Chance, dass ich das jemals schaffe, ist nahezu null. Weil dafür fahre ich nicht genug. Als dass ich das schaffen würde, bis das nächste DLC kommt. So. Sehr gut. Sind wir wieder auf Tour oder wieder auf dem richtigen Weg? Und gleich geht's dann wieder rauf auf die Autobahn. Jetzt dann gleich mal gucken, wie unsere Stundenverhältnisse da sind. Und dann rechts abbiegen. Zwischen Restzeit und dem, was wir noch fahren können und was wir noch in Pause machen müssen. Biege nach rechts ab. Ja, würde ich.
So, wir haben noch 6 Stunden Fahrzeit, okay. Und wir haben noch 27 Stunden Restzeit und 10 Stunden, bis wir Pause machen müssen. Das heißt, wir könnten also locker sogar noch mal Pause machen, wenn wir denn wollten. Mein Beileid bisschen an den vor mir hier gerade. Weil wir natürlich mit dem Geblinke, das ist dann schon übel. So. Jetzt sind wir wieder auf Kurs, fast zumindest. Gleich, wenn wir auf der Autobahn sind, Links dann rechts sind wir's. abbiegen. Dann sind wir wieder auf dem Biege nach rechts ab. Kurs, wo wir eigentlich auch sein wollten oder sein sollten. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Sehr gut. Auf nach Salzburg heißt es jetzt. Da müssen wir jetzt auch rechts rüber, links rüber. Das andere rechts, ne? Ach so, ich kann hier bleiben. Dann tun wir das doch. Ich habe jetzt einfach mal gehofft, dass keiner da ist. Weil nachdem ich ja mitgekriegt habe, dass einige Zuschauer Probleme hatten mit dem Eye-Tracking, mit den Bewegungen, gucke ich natürlich, dass ich das so sparsam wie möglich verwende. Aber ja, bis dahin, nee, also ja, ganz davon weg will ich nicht, kann ich auch nicht, weil irgendwie hat es mir ganz am Anfang, wo das Eye-Tracking noch nicht in ETS integriert war, gab es da so ein Zusatzprogramm, mit dem man das machen konnte. Das kam ja später dazu, dass es im ETS integriert war. Und da hat es mir irgendwas in der Konfiguration verhauen, dass die Maus nicht mehr funktioniert für Blickbewegungen. Also auch wenn ich das Eye-Tracking ausschalte, dann funktioniert das nicht. Dann tut einfach gar nichts. Dann habe ich einen starren Blick. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das repariert kriege. Und ja, deswegen ganz weg kann ich gar nicht davon. Und möchte es eigentlich auch nicht, weil es ist sehr angenehm. Man kann einfach gucken und der Blick zieht nach. Gibt natürlich auch noch andere Head-Tracking-Systeme, wo man halt entsprechend was auf dem Kopf dann anzieht. Achtung! Die das Achten Sie auf darüber die erfassen. Geschwindigkeitsbegrenzung. Die sind wohl auch noch mal genauer und reagieren spontaner als das Eye-Tracking hier. Aber ich bin soweit eigentlich durchaus zufrieden damit. Was hat Helga gesagt? Achtung, achten Sie auf die Ach so, das hat Geschwindigkeitsbegrenzung. sie gesagt. Könnte aber mal hier rüber gehen und die langsam aber sicher überholen. Die zwei Kollegen da vorne. Haben ganz schönes Blinklichtgewitter da, ne? Das muss man ja schon sagen.
Und ich habe immer noch nicht geguckt, wie ich das mit dem Ruckeln beim Speichern wegkrieg. Wollte ich immer schon mal wieder schauen oder wollte ich immer mal schauen, aber irgendwie... habe ich das noch nicht geschafft. Langsam nähern wir uns. Ich krieg euch. Wenn auch langsam. So, was haben wir da? Innsbruck geradeaus. Sehr gut. Sie ist schon ausgeschildert, wo wir hin müssen. Passt. Dann dürfte jetzt auch bald die Grenze kommen, denke ich mal. Dürften wir nicht mehr so weit weg von sein. Altstation 800 Meter. Dürfen wir wieder Maut abdrücken. So. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir nehmen natürlich wieder den Telepass. Sehr gut. Auf geht's. Gucken wir mal, dass wir unsere Ladung heiler ans Ziel bringen. Wie sieht's aus mit Tanken? Ja. Hätten wir tun können, ne? Naja. Es werden bestimmt nochmal Tankstellen kommen und wir haben ja auch nur noch 200 Kilometer. Das ist ja auch nicht die Welt. Hier könnten wir schlafen, aber wir sind ausgeschlafen. Passt. Ups. Kurven. War kurviger, als ich gedacht hatte. Wieso fährt er schneller als wir? Wahrscheinlich auch nur genau so lange, bis ich mich hinter ihm wieder platziere, dann wird er nämlich wieder langsamer. Ah ja. Ups. Maut. Oh, LKW wären da drüben gewesen. Ups. Egal. Hier geht auch. Hier geht es auch sogar wunderbar. Und dann gucken wir mal, dass wir... Oh, da hinten müssen wir abbiegen. Kommen wir an dem noch vorbei?
Wäre schon nicht schlecht, ne? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. So. Müssten eigentlich an dem vorbei gewesen sein. Ausfahrt rechts. Hoffe ich. Sonst haben wir ihn jetzt nämlich ausgebremst. Und das macht man ja eigentlich eher ungerne. So, hoffen wir, dass wir hier gut drauf kommen. Ja, sieht gut aus. Spiegel sagt, alles ist frei. Oh, da könnten wir tanken, ne? Zeit haben wir. Dann sollten wir das vielleicht ausnutzen. Dass wir hier auch wirklich tanken fahren. So. So. Und weiter geht's. Und wie ich sehe, ist die Folge auch schon um. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.